Weiter geht's mit Stellaris, heute mit einer Ansicht der Galaxis. Ja, ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Ich habe das am Ende der letzten Folge nur so am Rande im Augenschein gesehen. Und das müssen wir uns heute mal gemeinsam angucken. Nach unheimlich langer Zeit passiert hier nämlich irgendwas. Die große Wunde, da ist Tamesians Vestige mit 252.000 Kampfstärke. Ja. Läuft, würde ich sagen. Läuft bei dir. Und das ist hier übrigens der Alte. Und er hier macht im Prinzip nichts. Deswegen können wir uns eigentlich auch vernünftig ausbreiten. Wenn er kommt, dann ist es eh völlig egal, wie viele Schiffe hier wir stehen haben. Das sind die hier. Ja. Was auch immer sie da machen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir hier mal hin und gucken, dass wir die Sternbasis als erstes bekommen. Und die holen wir uns auch. Deswegen gucken wir mal, wo unsere Forschungsschiffe und Konstruktionsschiffe alle sind. Du bist da hinten. Wir können dich einmal abziehen. Hier unten runter. Hier gibt es noch genug zu tun. Einmal da Bergbaustation bauen. Gott, wir haben so viele Sachen noch nicht gebaut. Und du baust dich einmal da auf. So, wir sind übrigens bei 260. Wir müssen echt aufpassen, denn unsere Technologiekosten sind bei 15% und Traditionskosten bei 31. Die Frage ist natürlich immer, wie kriegen wir das runter? Wir kriegen das über verschiedene Möglichkeiten runter. Unter anderem durch verschiedene Technologien können wir verschiedene Sachen reduzieren. Durch die Erlasse können wir die Reichsgrößen manipulieren, aber am Ende des Tages reduziert das Technologie- und Traditionskosten, was wir ausgleichen können, indem wir mehr Gebäude bauen, die entsprechenden Einfluss und Forschung generiert. Ja, also das heißt, das ist natürlich auch immer so eine Balance. Haben wir mehr Distrikte und mehr Systeme, dann haben wir natürlich mehr Kosten aufgrund der Reichsgröße, was uns allerdings befähigt, aber auch mehr Gebäude zu bauen, um das auszugleichen am Ende. Und da muss man natürlich dann als Spieler eine Balance finden, dass man da auch genügend baut. Das ist ganz wichtig. Und wir können aber auch, und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ich zeige es euch mal, auf Planeten, das geht aber erst, wenn wir 3 Aufstiegsslots haben, die Aufstiegsstufe erhöhen eines Planeten mit 2.500 Einfluss. Ihr seht, Auswirkung des Planetenfokus 25%, planetare Reichsgröße minus 5. Das gilt nur für die Planeten und das sind auch nur 5. Und die Planeten sind hier, wenn ich dir das mal angucke, die Kolonien nur 17. Also die 185 Bewohner sind eigentlich am schlimmsten. Aber gut, das wollte ich euch nur noch mal mitgeben. Auf Sirius Prime haben wir jetzt diesen unglaublich teuren Sklaven, der uns überhaupt nichts bringt. Egal, gut, wir sind hier am Stadtdistrikt bauen, giftigen Seetang am entfernen. Dann bauen wir uns hier nochmal so ein Industriedistrikt oder meinetwegen auch ein Generatordistrikt hin. Generatordistrikt kommt dann hier unten rein im Platz wieder. Also da sehe ich kein großes Problem. Hier haben wir jetzt noch einen Distrikt übrig. Und wir können leider keinen Landwirtschaftsdistrikt mehr bauen. Deswegen will ich das in ein Stadtdistrikt investieren. Und hier bauen wir noch eine Hydrokulturfarm. Dann sollte das Thema hier hoffentlich langfristig auch passen. Und hier unten wollte ich nochmal reingehen und ebenfalls einen Stadtdistrikt bauen, sodass wir hier weitere Verwaltungsanlagen bauen können. Okay, so viel dazu. Migrationsabkommen, das ist irgendwie klar. Die virale direktorative Unterwerfung. Lestia-System ist erkundet worden. Okay, Forschung. Das ist gut. Das ist gut, das ist aber schon Punkt 3. Ein Forschungskomplex, das ist auch nicht schlecht. Wir bleiben mal beim Forschungskomplex. Okay. Wer beleidigt uns? Die Evari und die Gulkfukiri. Na gut. Der Direktor des Museums für Exobiologie auf der Erde hat uns gebeten, immer mehr lebendige Alien-Exemplare zu beschaffen. Diese Kreaturen wurden auf erkundeten, bewohnbaren Welten gesichtet, sind aber schwer einzufangen. Dazu wären für einen längeren Zeitraum sämtliche Ressourcen eines Forschungsschiffs notwendig. Ja, machen wir, oder? Situation Log has been updated. Gewaltige Zack... Moment. Gewaltige, zackige Schattenflächen ziehen über die Oberfläche von Saulea 1. Diese Schatten werden nicht von Wolken, sondern von dünnen, tuchartigen Fäden organischen Materials geworfen, die durch die obere Schicht der Atmosphäre treiben.
Sie sind über Scharniere oder wohl eher Gelenke miteinander verbunden, um ein gewisses Maß an Beweglichkeit zu ermöglichen. Wissenschaftsoffizier Santiago Perez möchte sich noch nicht festlegen, ob er sie der Flora oder der Fauna zuordnen soll. Ja, da bin ich mal gespannt. Eine Sache, die mir übrigens noch eingefallen ist, habt ihr euch schon mal überlegt, ob diese Geschichte, die wir beim letzten Mal gehört haben, mit der Kiste, in die reingefurzt wurde, ob das wirklich bei Paradox in den Entwicklungsteams so gelaufen ist? Jetzt, also wirklich ohne Scheiß. Ich meine, ich bin ja selbst Informatiker und ich weiß, wie bekloppt wir sind. Und ich kann mir das, einige meiner Kollegen kamen mal mit Handtüchern zur Arbeit und dann habe ich sie gefragt, was los ist. Und er sagte, heute ist Tag des Handtuchs, da muss ein Handtuch tragen. Ist doch logisch. Und ich kann mir das echt vorstellen, dass bei Paradox einer gewesen ist, in eine Kiste hingestellt hat und gesagt hat, hier, riech mal, was denn das? und der daraufhin gesagt hat, geil, das bauen wir ins Spiel ein. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass das genau so bei Paradox gewesen ist. Ich stelle mir die leider genau so vor. So, jetzt mal aber zurück zum Spiel. Wir konnten keine Sternbasis bauen. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Unglaublich. Und dann holen wir uns zumindest die hier unten. Haftorang und Flestia. Obwohl Haftorang natürlich schon schön ist, ne? 75. Brigaffa 5 ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar. Aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Da müssen wir erstmal hin. Karge Welt. Seine Oberfläche ist übersät mit Denotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einem künstlerischen geneigten Rasse platziert. Die Reproduktion der Monolithen anfertigen. Aufzeichnen und weiter. Wir haben eine archäologische Stätte entdeckt. Wo denn? Im Bazanak-System. Ach, da hinten. Ja, gut, das ist uns egal. So, wir sind zu spät gekommen. Die Schmuddler auf Duracus. Hier haben dann bitte begonnen, die örtlichen Primitive im Austausch für... Nein. Construction completed. Im Ernst jetzt? Jetzt ohne Scheiß... Oh, das gibt's doch nicht, ey. Also wenn ich jetzt... Also wirklich, wenn ich die erwische... wir sind immerhin, wir haben ein Auge fürs Talent, expansionistisch und architekturell. Ja, wir sind zwar auch Sklavenhändler, aber wenn hier einer mit Sklaven handelt, dann sind wir das und nicht irgendwelche anderen. Die werden alle gehängt werden, wenn wir die erwischen. Das ist unglaublich. Das gibt's doch nicht. So, 15%. Aber hier leben noch welche, ne? 8 Pops gibt's hier noch. Ach, wir sind auch auf Duracus 3. Gott, nicht, dass der andere jetzt unbewohnt ist. 9 Pops. Na gut, also es gibt hier noch welche. Ein Kleriker gibt es hier, einen Gelehrten. Besitztümer gibt es hier nicht. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was hier noch passiert. So, Flüchtlinge kommen an, die aus Raxacodium. Ah, da ist irgendwas passiert. Ja, die haben sich hier was geschnappt. Endirang. Oh nein. Hier unten ist auch noch... Der war mit Sicherheit vorher immer menschlich. Ach, schade. Ja, wir sollten mal gucken, ob wir die wirklich hier... Ob wir die unterwerfen können. Die sind unterlegen. Jetzt im Ernst? Moment, wir können die ernsthaft vasalisieren? Bauform abgeschlossen. Archäologische Stätte, das haben wir gesehen. Enival Jordan. 114 Entfernung ist plötzlich nicht mehr so interessant. Wir können die unabhängige Diplomatie. Nein. Eingeschränkte Stimmabgabe passt. Expansion erlaubt. Ja, kann ich das. Meine, die können sich eh nicht mehr expandieren. Das ist kein Problem. Wir sind bei 0,1 Loyalität. Und ich würde gerne, dass wir... Tja, wie machen wir das denn? In die Defensivkonflikte gehen wir mit rein.
und geteilte Sensordaten. Habe ich jetzt kein Problem mit. Ah, das ist jetzt echt ein schwieriger Punkt. Wir sind bei plus 30 Loyalität. Und wir sind bei am Ende des Tages monatliche Veränderung plus 0,6. Das passt. Ah, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Wenn wir das machen, holen wir uns natürlich Feinde, ne? Das muss uns ganz klar sein. Dann haben wir plötzlich eine Grenze am anderen Punkt der Galaxis. Aber das sind Menschen. Das sind Menschen, das ist das Imperium. Da müssen wir durch. Das machen wir. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt, ob sie das machen. Das haben wir gesehen. Wir empfangen eine Nachricht vom Kuratororden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Seid gegrüßt, Sternreisende. Wir sind die Kuratoren. Ein uralter Orden, der vor Äonen von verschiedenen galaktischen Mächten gegründet wurde. Die damals an die Macht strebten. Wir widmen uns der Wahrung allen Wissens um die Galaxie vor dem Fall in ein weiteres dunkles Zeitalter von Massenaussterben Barbarei zu schützen. Das ist wahrlich ein gutes Treffen. Und da haben wir die Menschen. Und die sind hier oben direkt bei... Ach, das sind diese komischen... Ja, ich erinnere mich. Die Fakt... Diese... Wow! Wie bitte? Was zum Henker? Die sind ja riesig! Aber die haben keine Planeten mehr, ne? Ah, das ist ja doof. Was ist der? Wer ist das denn? Die Virale Direktorie... Plutokratische Oligarchie, das sind doch wieder so ein... Das ist so ein altes Reich, oder? Nein. Ebenbürtig? Okay. Vereinbarung ansehen. Das ist jetzt unser Vasall. Was hat er denn hier? Ah, das ist das strategische Koordinierungszentrum. Ja, wir müssen irgendwie hier hinkommen. Das Problem ist, er hatte vorher... Ich weiß gar nicht, ob das hier war. Ja, auf Andy Lang... Auf, also das gehörte alles mal ihm. Das hat er alles durch die Kriege verloren. Da müssen wir echt ran, ne? Auf jeden Fall haben wir uns jetzt Feinde gemacht. Das sollte uns ganz klar sein. Die Raxacodium, die sind uns mit Sicherheit nicht... Die sind gegen die Rukari im Krieg. Wer sind das denn, die hier, ne? Die sind mit Sicherheit nicht wirklich glücklich darüber. Was sind das? Ne, das ist einfach nur ein Gestaltwandlerbewusstsein. Naja, mal gucken, was das wird. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Wer sind die hier? Die Protectors. Ah, das ist ein gefallenes Reich, okay. Tja. Wie sieht es mit seinem Planeten aus? Können wir das eigentlich sehen? Die Frage ist, in welche Richtung wir ihn spezialisieren. Unseren Verbündeten. Tja, ich gucke mir das nochmal offline an mit den Besitztümern. Wir können auch Besitztümer gründen. Ihr seht es hier, damit können wir ihn so ein bisschen, können wir ihm ein bisschen unter die Arme greifen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Die haben jetzt einen Kriegsgrund natürlich, ist klar, auch klar. Tja, jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir ihn wirklich spezialisieren. Wir gehen erstmal mal zur Nahrung, weil das ist mir gerade ein bisschen ein Dorn im Auge. Das lassen wir nochmal sein. Wieso haben wir denn keine Nahrung mehr? Ja, okay. Hydrokultur vom Stadtdistrikt kommen. Alles klar. Wir sind bei 800. Da können wir zum einen wieder unsere Flotte ausbauen. Das müssten wir auch machen. Wir müssen aber auch auf Sirius auf jeden Fall hier noch 4 Leute hinbringen. Was bringt uns denn die Erde im Moment? Ja, nix, ne? Da können wir mal 2 menschliche Menschen, klingt doof, ist es auch, einmal nach Sirius Prime umsiedeln, weil das wird jetzt langsam der wichtigste Planet, Sirius Prime. Metallurgen sind menschliche Sklaven, das geht also. Dann machen wir einen Büroangestellten und noch einmal nach Sirius. Und die müssten eigentlich alle hier jetzt rein können. Wart mal auf den Monatsübergang, dann sollte das eigentlich erledigt sein. Aber minus 2 Nahrung ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich will nochmal in der Pause bleiben
und uns erstmal ganz in Ruhe ihn hier angucken. Er ist illoyal, das steigt aber, das sollte kein Problem sein. Tja. Untertanen lassen, machen wir nicht Handelsabkommen anbieten. Ja, wir könnten ihn jetzt hier irgendwelche Handelsaktionen, Reichsdaten teilen oder sowas, aber das machen wir nicht. Wir könnten ihn natürlich auch Flotten leihen, das ist übrigens auch interessant. Das machen wir auch nicht. Loyalität brauchen wir auch nicht. Er kann uns die Strike Force Beamoth leihen. Das macht er nicht, dazu ist er zu illoyal. Okay, kein Problem. Wir gehen mal auf Vereinbarung verhandeln. Tja. Okay, viel mehr können wir nicht machen, ne? Okay, dann bleiben wir erstmal, dann bleiben wir erstmal so und machen erstmal weiter. Tja, ihr Lieben, das ist der erste Kontakt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was ist das denn bitte? Ach, die Kristallentitäten. Ja, okay. Ich denke, jeder, der Stellaris kennt, da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel zu erzählen, diese Kristallentitäten. Das ist die virale Direktorative. Die ist. Ach, die sind hier. Das ist dieser große graue Klotz hier. Okay. So schließt sich der Kreis langsam. Ja, wir bleiben bei unserem Plan, die Vögel zu unterwerfen und uns dann die Malnok zu holen. Da können wir auch gleich nochmal gucken. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Das Team unter Wissenschaftsoffizier Santiago Perez hat seine Expedition auf Saulea 3 abgeschlossen, ist mit der Starseal zurückgekehrt. Der Raumschifffriedhof auf der Oberfläche hat sich glücklicherweise als technologische Schatztruhe erwiesen. Das Studium der Überreste dieser Schiffe hat unsere Forschung in bestimmten Disziplinen um mehrere Jahre nach vorne katapultiert. Wow. 2000 und plus 3. Ja. Das ist doch gut. Perfekt. Das freut mich. Das ist in dem Fall, ja, das ist mir egal. Das sind diese Kristallintenitäten. Da müssen wir jetzt nicht großartig Zeit und Geld für investieren. Du bist unterwegs. Das Clan auf Banago. Ah. Na super. Können wir von den Clan jetzt auch noch was erwarten? Die sind nur ebenbürtig. Die werden noch nicht so wahnsinnig sein und uns angreifen. Ist mal im Ernst. Wir werden sicherheitshalber mal weitere Verteidigungsplattformen bauen. Hier drinne. Und jetzt gucken wir uns das mal an, bitte. So, Lua. Wir haben im Dagal-System ein extrem mächtiges Subraumwesen angetroffen. Es scheint nicht feindlich gesinnt zu sein und ist sich vielleicht nicht einmal unser konventionellen Raumschiffen bewusst. Doch seine bloße Anwesenheit im Dagal verursacht massive Subraumstörungen. Die Störungen sind um das Wesen selbst herum konzentriert und sollten verschwinden, sobald es das System verlässt. Das Wesen reagiert auf unsere Kommunikationsversuche nicht, sendet aber kontinuierlich ein komplexes Muster von Tachyonenimpulsen aus. Wir konnten es übersetzen und es heißt Flur sucht, Flur findet. Das ist, glaube ich, dieses komische Energiewesen, was wir schon mal gesehen hatten. System Survey concluded. Ja, der Erstkontakt existiert nicht mehr. Research concluded. Ist mir wurscht. So, was ist hier los? Okay. Das Foto. System ist vollständig erkundet worden. Das ist auch okay. Man kann uns jetzt unterwerfen. Was ist das hier? Bangu, das hatten wir gesehen. Und eine Forschung. Oh, das ist gut. Das ist eine gute Sache. Kriminalität minus 15. Das machen wir. Das ist gut. So, jetzt bleiben wir mal hier oben. Und erstmal hier, einmal dahin bitte. In die Richtung brauchen wir, glaube ich, auch nichts machen. Da werden wir das Teil bitte ausbauen. Zack. Dann hätten wir 4. Ja. Da brauchen wir definitiv auch 1. Gegen das Clan-Kartell. Das kriegen wir auch hin. Jetzt haben wir 1600. Wir haben einige ziemlich beunruhigende Berichte über den Verschlechter Gesundheit der Wissenschaftler Yuma Ishii erhalten. Schade, minus 10.
Eine Colony Establishment has Forschung, begun. Bitte, Forschungskomplex. Das ist gut, aber wir haben immer noch kein Gas. Also da hängen wir ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Produktion Forschungsstation machen wir mal. Das sollte uns ein bisschen voranbringen. Die bringen 28,28 mehr. Passt. So, was kostet uns das? 8000. Das dauert auch noch eine ganze Weile. Okay, gut. Proteste breiten sich auf ganz Trappist Prime auf die großen und Farben. Frauenversammlungen unterstützen besonders die frivolen Themen, wie das Recht in Finanzinstituten zu tanzen. Was? Zufriedenheit plus... Moment. Bis hin zu bemalten unserer Verteidigungsplattform. Die Proteste sind nicht gewalttätig, sie sind aber laut. Einige der zivilen Dienste auf Trappist Prime wurden durch die Störung behindert. Die breite Öffentlichkeit allerdings scheint das zu mögen. Okay. Trappist Prime updated. Ist natürlich doof. Das ist unsere Forschung. Was brauche ich denn auf Trappist Prime? Wir könnten mal die Weltraumamöben studieren. Das schieben wir mal mit rein. Und das Dimensionsportal erforschen wir jetzt auch mal. Lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Ich wollte nämlich gerne hier nochmal ein Forschungslabor bauen. Alpha Centauri, hier bleiben wir mal bei Nahrung und da gibt es in Zukunft noch weitere Gebäude. Und hier lassen wir erstmal den Seetang entfernen und können wir da weitere Gebäude bauen. Okay, gut. Was haben wir hier? Können wir da was entfernen? Nein. Die Proteste auf Trappist Prime haben fast so plötzlich wieder aufgehört, wie sie begonnen haben. Gerüchte über ihre Ursprünge gibt es viele. Doch man munkelt vielerorts, dass eine Gruppierung, die sich selbst Manifestisten nennt, dafür verantwortlich ist. Das Kollektiv war in den letzten Jahren offenbar für eine Reihe proaktiver Kunstprojekte verantwortlich. Deren Inhalt scheint genauso zweifelhaft gewesen zu sein, wie die Probleme, gegen die sie nun auf Trappist Prime protestieren. Haben wir da irgendwen hier? Nee. Ja, mein Gott, lass sie ihren Spaß haben, wenn sie niemandem was tun. Zahlreiche Verhaftungen und die Zweigstelle aus dem Geschäft zu drängen. Echt? Auf Alpha Centauri Secundus? Nein, im Ernst? Wie cool ist das denn? Auf Alpha Centauri Secundus wurde die Zweigstelle geschlossen. Jawoll! Ja, sehr gut. Mega. Das ist richtig klasse. Ich wollte aber mal mit unseren Forschungsschiffen weitermachen. Einmal da unten hin, bitte. Die Piox kann sich bitte einmal darum kümmern. Und die Frank Enstein. Tja, was machst du? Du bist in Amplitz fertig. Wir können uns einmal das hier holen. Und die kriegen jetzt einen General. Kosten ist egal. Erfahrungszuwachs, Unterhalt der Armee. Komm, dann machen wir das hier. Und die schicken wir einmal ins Dorakos-System. Zack. Einmal dahin. Gut, weiter geht's. Was haben wir hier? Zweigstelle geschlossen. Wissenschaftsoffizier ist erfahrener geworden. Okay. Das ist okay soweit. Construction completed. Sehr schön. Und bitte den letzten einmal dort. Den holen wir uns auch noch. Ja, gleich. Ein Schiff hat nichts zu tun, das bist du hier. Das ist aber nicht schlimm. Du kannst dann zurück und hier die Forschungsstation bauen. Ja, das sieht gut aus. Wir wurden in eine Verschwörung gegen die Makar verwickelt. Die Anschuldigung ist so vage, dass wir nicht in der Lage sind, selbst herauszufinden, ob sie etwas planen oder nicht. Man mag uns nicht mehr. Gleich. Okay, sie sind uns unterlegen. Sie mögen uns nicht. Ist mir wurscht. Sollen sie es machen.
So, die sind immer noch ebenbürtig. Das steigt so langsam. Also ich möchte sie auf jeden Fall... Also ich, das Doofe wäre jetzt, wenn sie uns plötzlich anfangen zu mögen, weil alle anderen sie hassen. Das wäre natürlich jetzt echt unglücklich. Na gut. Eine Dimension des Leidens. Das Dimensionsportal auf Alpha Centauri Secundus scheint zu einem Reich zu führen, das auf fundamentaler Ebene den Geist eines führenden Wesens gegenübersteht. Jeglicher Kontakt mit Material dieser Dimension verursacht immensen, intensiven Schmerz und sollte der Kontakt für mehrere Minuten anhalten, auch zu intensiven suizidialen Drängen. Echt? Wobei die Betroffenen versuchen, ihre Sinnesorgane zu verstümmeln. Selbst das bloße Untersuchen der Daten, die in dieser Dimension aufgezeichnet wurden, verursacht kaskadierende Fehler im Computersystem. Ach du grüne Neune. Tja, wir müssen das mal abhängig machen von dem, wie er drauf ist. Er ist ja Expansionist und hat einen Sinn für Architektur. Deswegen werden wir das weiter studieren. So, denke ich mal, ist unser werter Imperator drauf. So, Senatssitzung, da gibt es auch nichts Neues. Es gibt aber neue Mineralien oder Legierungen. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 61. Ja, das ist auch noch ein bisschen wenig. Da haben wir nicht mehr großartig was zu tun. Bilder grunzen mehr als 1000 Worte. In unserem Kunstzentrum und Bildungseinrichtung hat sich ein subversiver Dialekt verwurzelt, der seinen Unspruch in einem Text hat, der aus den Fehlern der Manifestisten stammt. Unsere Sprachforscher haben festgestellt, dass in diesem sogenannten Grunzdialekt alle Wörter, die sich auf unsere Wirtschaft beziehen, durch ausdrucksstarke Grunzer ersetzt wurden. Noch beunruhigender ist, dass die zahlreichen und farbenfrohen Beleidigungen alle von den Namen prominenter Persönlichkeiten des Militärs herrühren. Grunzen sprechen. Ja, was soll das? Mein Gott, dann soll das halt machen. Wir sind Forscher. Zumindest unser aktueller. Naja, also nicht Forscher, sondern eher Leute, die sich gerne ausbreiten. Nein! Franziskus Elpinius ist im Alter von 92 gestorben. Ihr Lieben, das ist ein dunkler Moment für uns alle. Franziskus Elpinius, der mit seinem Schiff erst gestrandet ist. Tja, er bekommt natürlich direkt ein neues Schäffchen. Partikelforschung. Das hatten wir zuletzt irgendwann mal gebraucht, ne? Dann machen wir den einmal. Ein Utloraner gefangen. Wer ist das denn? Die Besatzung der UNS Piox ist jetzt gelungen, auf der eisigen Oberfläche von Enz Mars 6 eine kleine Gruppe Utloraner zu fangen. Die weißen, pelzigen Allesfresser bewegen sich mit beeindruckender Geschwindigkeit, rollen über die Schneefelder des Planeten, indem sie sich ballförmig zusammenkugeln. Ein Tier wurde dabei sogar mit 80 km/h gemessen. Die Geschwindigkeit half dabei, sie zu finden, weil sie bei den Rollen riesige Fontänen von Schnee aufgewirbelt haben. Das muss schon süß aussehen, muss ich ja sagen. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Es ist unheimlich spannend. Wir haben das Commonwealth vasalisiert. Und nein, eine Sache machen wir noch. Wir wollten noch bei denen gucken, ob die jetzt auch sich vasalisieren lassen. Ah, die sind noch bei 106. Wir könnten ihnen das und das anbieten. Und ich würde auch durchaus sagen, dass wir bei Offensiven mit reingehen. Da sind sie bei 66. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Das waren erfolgreiche Folgen. Und wir sind immer noch ebenbürtig. Da müssen wir noch mal ein bisschen die Flotte stärken. Ich kann es echt nicht sein lassen. Wir fügen bei der Flotte auch noch mal die neue Feuerlanzenklasse hinzu. Und werden gleich mal drei in Auftrag geben. Jetzt aber wirklich, macht's gut. Bis nächste Woche, euer Strategiener. Ciao, ciao.